Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres Videotagebuchs, obwohl nicht alle Tage ein Video haben, aber wir haben alle Tage auf der Webseite im Wiki Veröffentlichungen gemacht. Aber jeden Tag Video schaffen wir nicht, weil wir momentan im Bauzustand sind. Wir zeigen euch dann auch gerne mal Bilder, wie es vorangegangen ist. Momentan bauen wir, wollen das Studio so schnell wie möglich fertig haben. Wir haben auch heute schon Zeug, Baumaterial geschenkt gekriegt, kam heute, zeige ich dann noch. Zunächst erstmal die neuen Sachen. Also wir hatten ja die A11 ins Netz gestellt, also wiki.dora-nordpol-heinrich-wilhelm.net, dhnw.net, wiki.dhnw.net. Könnt ihr euch dort runterladen. Es wird am Montag oder Dienstag spätestens eine neue Version geben, die 12. Die R12 ist eine grundsätzlich andere Vorgehensweise, weil wir gemerkt haben, dass die Gemeinden eben nicht die Bestätigung innerhalb der 14 Tagen machen. So, da haben wir also heute eine Beweissicherung gemacht, dass der Bürgermeister, dass das alles denn am Arsch vorbeigegangen ist. So, das heißt, er macht also hier etwas Verbotenes, weil die Bundesrepublik hat nun mal unterschrieben, dass Sklaverei verboten ist und der Bürgermeister hat sich dran zu halten. So, das heißt, er hat also jetzt eine Klage wegen Sklaverei an der Backe, wenn er die Frau nicht in die Bundesstaatenangehörigkeit entlässt. Denn mit diesem Schreiben, mit der A11, ist es schon möglich. Allerdings ist es natürlich besser, wenn man eine Vereinsklage machen kann. Und das ist auch das, was wir heute angefangen haben. Wir haben also heute eine neue Facebook-Gruppe aufgemacht. Das ist die BV 239 Verweserwahl. Guckt da einfach mal rein. So, dort kann man sich mit 10 Euro pro Mann an einer Vereinsklage beteiligen, wo wir unsere Bundesstaatenangehörigkeit mit Hilfe der neuen R12 durchklagen wollen. So, und zwar auf Grundlage dessen, weil der Bundestag dem schon zugestimmt hat. Ich gucke mal, ob ich es gleich auf den Monitor bringen kann. Na, machen wir hier. Das hier ist es. Das ist die neue R12. Ich schiebe es euch mal rum. Formblatt für Personalausweisrückgabe. Ne? Die sieht ein bisschen anders aus. Die hat hier oben diese Umknickecke. Aber wie gesagt, ist noch nicht fertig. Da muss man schon noch ein bisschen was machen dazu. Zeige ich dann, wenn sie fertig ist. Also angefangen ist es. Aber später. So, dann, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, was haben wir noch? Ja, der Adler. Ihr kennt ja nur den Adler vom Honigmann. Und der macht ja immer ganz kernische Videos. Ich mag ihn eigentlich auch, aber wenn er Blödsinn erzählt, erzählt er Blödsinn. Und das ist eine Sache, da hat er den Videokommentar deaktiviert, dass man also auch nicht mehr sagen kann, hast du das richtig überlegt. Er hat recht, wenn er sagt, die Wahlen der Bundesrepublik sind ungültig. Hat er recht. Er hat auch recht, wenn er sagt, ihr macht alle nur Hochverrat damit. Hat er recht. Aber er hat nicht zu Ende nachgedacht. Was ist denn die Wahlbenachrichtigung? Was genau ist die Wahlbenachrichtigung? Die Wahlbenachrichtigung macht eine Rechtsstellung ins Kaiserreich für den Tag der Wahl. Weil sonst würde nämlich die Bundesrepublik niemals richtig Notstandsleiter sein. So, das heißt, genau am Wahltag kriegst du die Rechtsstellung deiner Rostock-Staatsangehörigkeit, damit du die Banausen in Berlin legitimierst, über dich zu herrschen, dich zu knechten, dich zu entrechten, dir die Menschenrechte abzusprechen, dich zu versklaven und so weiter. Weil du an diesem Tag denen das Mandat erteilt hast. Und du hast es deswegen erteilt, weil du von 8 bis 18 Uhr die richtige Staatsangehörigkeit hast. Und danach und davor hast du nicht. Da hast du eine gefakte vom Hitler. So, wenn du sie aber an dem Tag hattest und wenn überhaupt eine Legitimationsübergang war, dann kannst du dir mit Hilfe dieser Bescheinigung deine Staatsangehörigkeit zurückholen, indem du das Amt dazu verdonnerst, dir sie auszuhändigen, indem du den Personalausweis abgibst. Weil der Personalausweis bewirkt, dass du davor und danach keine gültige Staatsangehörigkeit hast. So, ich hoffe mal, dass es jetzt jeder begriffen hat. Also, wenn er das macht, vernichtet ihr euren Freifahrtschein zurück in die Heimat. So. Die Wahlbenachrichtigung ist der Beweis dafür, dass die euch die Staatsangehörigkeit in die Bundesstaaten rausrücken müssen, wenn ihr den Personalausweis entsprechend unserer Vorgabe abgibt. So, also macht diesen Mist nicht. Nächste Geschichte. Was haben wir noch? Wir haben noch eine lustige Sache. Muss ich jetzt mal gucken. Ah, hier. Reichsdruckerei. Was stimmt denn mit dem Ding nicht? Also erstmal Reichsdruckerei sieht schon erstmal lustig aus. Der Kaiser hatte also schon Laserdrucker gehabt und er hatte auch schon das Wappen, alles gut.
Aber was stimmt denn mit dem Ausweis nicht? Ich mache noch mal ein bisschen größer. So, na, wollen wir mal gucken. Was stimmt mit dem Ausweis nicht? Wenn wir mal noch ein bisschen größer machen, dann mal so 400%, dann erkennt er schon, was an dem Ding nicht stimmen kann. So, also. Hier steht Max Mustermann, Musterdorf, Bundesstaat, Musterstaat, Deutsches Reich, Deutschland. Landesfarben, schwarz, weiß, rot, ein D drin. Was gibt es noch? Hier gibt es ein lustiges Wappen. Ja, dann diese lustige Nummer hier unten, die genau auf dem Personalausweis bzw. auf dem Reisepass passt. Ja, und dann sehe ich ja nirgends ein Siegel und nirgends eine Legitimation eines Verwesers. Und deswegen ist es ein Bummi-Ausweis. Wenn ihr dafür 50 Euro bezahlt habt, habt ihr im Prinzip eine Faschingsurkunde. Was anderes ist es nicht. Warum? Naja, weil die Staatsangehörigkeit steht ja im Rucksack drin, kommt aus den Bundesstaaten. Das heißt, hier muss die Bundesstaatenflagge sein. Hier muss das Logo des Bundesstaates sein. Dann funktioniert's. Aber hier gehört noch ein Siegel rein vom Verweser, dass nämlich der Verweser diese Angabe der Staatsangehörigkeit, dass die funktioniert. Und wenn ich hier dieses Linienmuster angucke, kann ich nicht erkennen, dass es ein staatliches Dokument ist. So, das ist also privat erstellt, sieht lustig aus, die ID passt nirgends hin, weil der Kaiser hat es nicht. Ja. In England haben sie sich jahrelang nur noch mit der Gasrechnung legitimiert, in USA ist es mit der Sozialversicherungsnummer. Definitiv hat der Kaiser keine ID-Karte gehabt. So. Was wir von dem kriegen, ist eine Bestätigung der Rustag-Staatsangehörigkeit mit der Staatsangehörigkeit des Bundesstaates. Und das hätten wir gerne. Dazu brauchen wir aber einen Verweser. So. Da hat mir heute einer erzählt, es gibt doch schon einen Verweser und zählt nicht solches Zeug. Da muss ich doch mal nachfragen, wann habe ich denn meine Einladung zur Verweserwahl im Briefkasten dabei? Wenn es einen Verweser gewählt hat, müsste ich wissen. Leute, müsste ich wissen. Nee, ich habe keine gekriegt. Ne? So, wenn man keine Wahlbenachrichtigung gekriegt hat, hat die Wahl nicht stattgefunden. Aus dem Haus. So. Und sobald mir irgendeiner mit dem Verweser um die Ecke kommt, ich sage, ich habe noch nie eine Wahlbenachrichtigung gekriegt. Und wenn, ich habe sie sogar doppelt kriegen müssen. Immer weil ich nach Rustag väterlicher Linie die kriegen müsste und dann zweiten mütterlicher Linie als Findelkind hätte ich sie kriegen müssen. Also ich müsste im Prinzip doppelt kriegen. So, ich habe sie nicht gekriegt. Also Quatsch. Ne? Gut. Ich habe sogar zwei Geburtsurkunden. So, ja, gut. Also lustiges Ding. Kann man im Prinzip durch den Schredder jagen. So, wir haben aber jetzt was gemacht, was dazu führen kann, dass es mal sehr schnell gehen kann. Denn wenn die Bundesstaatenangehörigkeit mit dieser Europäischen Menschenrechtskonvention durchgedrückt ist, brauchst du sofort einen richtigen Pass. Und zwar müssen wir den machen lassen. Ich vermute mal, dass wir dazu Russland bitten müssen, diese herzustellen. Aber erst dann brauchen wir einen Verweser. Nur der Verweser kann es beauftragen. So. Und da muss man mit etwa 50 Euro Kosten rechnen. Und dann ist es aber wirklich ein internationaler richtiger Pass, der im Notstandsrecht des Kaisers ausgestellt wird. Und jetzt kommt die spannende Frage. Der Passherstellung ist alles das Problem. Auch die ganzen Angaben da reinkriegen, auch das Melderegister auf die Beine zu stellen, alles kein Problem. Aber das Problem scheitert genau am Siegel. Und das ist nämlich die wichtige Geschichte. So, und das vergessen nämlich unsere ganzen Reichskanzler. Welches Siegel muss denn drauf? Naja. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, an ein gültiges Siegel zu kommen. Das ist das Notstandsrecht von 1914, um den Verfassungsnotstand zu heilen. Das heißt, der Weg zum gültigen Siegel führt über die Feststellung, dass in deinem Wahlgebiet oder in deinem Gebiet, wo du diesen Ausweis benutzen willst, ein Siegel geben muss, was am 27.10.1918 gültig war. Und das musst du erstmal rauskriegen. Das heißt, du musst in deinen Stadtarchiv laufen und musst dort fragen nach der Siegelkarte. Jetzt gerne mal eine amtliche Kopie der Siegelkarte, nämlich welches Siegel am 27.10.1918 gültig war. Und zwar das offizielle Siegel, mit dem Urkunden, Heiratsurkunden, standesamtliche Urkunden gesiegelt werden mussten. So, dieses Siegel, davon braucht ihr eine hochauflösende Auflösung und dann müsst ihr mit diesem Siegel eine Einladung machen und zum einen Referendum einladen. Da müssen alle, die in dem Gültigkeitsbereich des Siegels wohnen, eingeladen werden zu einer Gründung einer Wahlkommission, um staatliche Dokumente
auszufertigen, weil der Bundespersonalausweis und der Bundesreisepass kein Nachweis ist über die tatsächlich vorhandene Staatsangehörigkeit. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist nämlich nicht unsere Staatsangehörigkeit, das ist die falsche. Sondern wir haben die Bundesstaatenangehörigkeit oder wir haben Aufenthaltstitel. Die Möglichkeit gibt es. Also die jetzt hier so eingereist sind ohne besondere Erlaubnis, die hätten dann maximal einen Aufenthaltstitel für eine beschränkte Zeit, um festzustellen, sind sie denn wirklich anspruchsberechtigt oder sind sie nur Wirtschaftsflüchtlinge. Wirtschaftsflüchtlinge, das sieht eher schlecht aus mit Asyl. Bei denen, die Vergewaltigung machen oder die Omas beklauen oder bereichern, brauchen wir alles ja mehr. Ja? Die können dann sich eine Himmelsrichtung aussuchen und dann haben sie 48 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Das ist das, was die Antwort eines normalen Staates wäre. Wenn du illegal in die Vereinigten Emirate einreist und die greifen dich dort, gehst du erstmal in den Knast. Da hast du nicht mal 48 Stunden Zeit, um dein Zeug zu packen. Da gehst du in den Knast. Dann sitzt du dort 14 Tage und dann wirst du ausgeschafft. Und wehe, du erlaubst es dir wieder einzureisen. Das ist ein ganz normaler Staat, wo wir sagen, das ist doch Demokratie. So, der Kaiser genehmigte damals 48 Stunden, so das, was der Hitler den Leuten gesagt hat, wenn sie also Kriegserklärungen verfassen. Oder wenn sie sich gegen den Staat aufstellen, haben sie 48 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Wenn sie es dann nicht machen, kommt die Kettenhunde oder was auch immer. Ich weiß nicht, was da damals so üblich war. Der Kaiser hatte seinen Amtmann. Ja, und für uns ist ja das kaiserliche Recht, nicht das vom Hitler wichtig. So, ich denke mal, wir haben jetzt Klarheit. Also, der Weg führt über ein Referendum. Es muss zwingend ein Referendum sein in den Grenzen, wo das Siegel gilt. Es darf nichts vergessen werden, nichts zu viel. Die stimmen darüber ab. Wenn du das Siegel von Chemnitz hast, sind die ganzen untergeordneten Glitschen alle mit dabei. Chemnitz ist ein Sonderfall, eine kreisfreie Stadt hat in der Regel ein eigenes Siegel, was sich von dem umliegenden Landkreis Chemnitz etwas unterschied. So, manchmal war es eine Zahl, manchmal war es irgendein anderes, der Vogel anders gestaltet. So, Fakt ist, dass der Bräuler, der auf dem Reisepass ist, kein Staatswappen ist. Auch das Wappen der Weimarer Republik ist kein Staatswappen. Ich bezweifle auch, dass das Wappen des Bundesstaates ist. Musterdorf, keine Ahnung, wo das liegt, aber das kann dieses Wappen nicht haben. So, also in Sachsen müsste die Königreich Sachsen-Siegel drauf. Ja, das unterscheidet sich von dem, da gab es auch damals noch ein Fürstentum Sachsen oder so. Das ist nicht das staatliche Siegel des Bundesstaates. Das mit dem Bundesstaat, guckt doch mal die alten Videos an, da habe ich sie schon 10-mal hochgehalten, diese Staatsflagge. Ich höre es nochmal, sonst geht das wieder schief. Ja, mit beiden Fahnen ziehe ich ein. So, hier. Das ist die richtige Staatsflagge. Ich halte es mal hinter mich, damit ihr das sehen könnt. Deutlich zu erkennen hier an dieser roten Krone. Habt ihr sie gesehen? So muss das Ding aussehen. So, alles andere ist nicht die Staatsflagge. So, wenn wir mit irgendwelchen anderen Zeug um die Ecke kommen, mit zwei solchen Wappentieren, das ist sie nicht. So, jeder wohnt in einem anderen Bundesstaat. Ich hole jetzt nicht die ganzen Flaggen raus. Ihr habt selber Möglichkeiten zu googeln. Guckt das nach, was in eurem Bundesstaat die gültige Staatsflagge ist. Und hört bitte auf zu Pegida mit irgendwelchen komischen Flaggen zu laufen. Die Notwendigkeit, ständige Demonstrationen zu machen, hört erst auf, wenn jeder von den Pegida sich so eine Flagge greift und mit seiner Flagge des Bundesstaates demonstriert. Weil er nämlich damit sagt, ich möchte nicht mehr von dieser Staatssimulation verwaltet werden. Und wenn du mit Schwarz-Rot-Gold durch die Kante rennst oder mit irgendeiner Fantasieflagge, dann kannst du auch zu Hause bleiben bei dem Sauwetter. Das sage ich dir, du kannst mich gerne widerlegen, aber das ist einfach der Fakt. Weil alles, was mit der Stadtsimulation zusammenhängt, hängt mit dem Elend zusammen, der GEZ, mit den ganzen Vereinen, die dich hier entreichern, die sich hier Amts anmaßen. Das legitimierst du, wenn du mit Schwarz-Rot-Gold oder irgendeiner anderen Flagge hier zur Demo rennst. Punkt. So, was haben wir noch? Wir haben eine Aktion gemacht, ein Sender für den Kaiser. So, und da haben mich einige gefragt, na, wie kommt er denn zu dem Geld? Also ich habe folgende Festlegung getroffen, ihr sammelt das Geld regional dort, wo ihr wohnt, in einer Büchse und da schreibt er eine Quittung aus. Da geht er mal auf die Facebook-Seite, das ist ja öffentlich, man muss sich nicht in Facebook anmelden dafür. Da seht ihr eine Musterquittung und genauso wird die ausgefüllt.
So, und die gibt dort den nächstmöglichen Sammelpunkt. Wir haben inzwischen jetzt einen Sammelpunkt in Dresden bei Sachsenvision. Da geht er mal ins Impressum rein und da stehen die dort drin. So, an allen anderen Fällen könnt ihr mir es persönlich abgeben. So, und ich kümmere mich dann darum, dass es sicher verwahrt wird. So, aber der Regelfall ist, geht erstmal in die Sammelstellen, sammelt das dort, die schreiben euch eine Quittung aus und die melden mir, was die in der letzten Woche gesammelt haben. Wir haben jetzt nach 14 Tagen, ist also jetzt der 14. Tag, haben wir 200, also über 200 €. Es ist noch nicht so der Bringer. Ich zeige euch mal die Webseite, damit ihr es euch nicht verlaufen tut. Ja, auf dieser Seite verlassen. Ja, machen wir mal. So, ich schiebe euch mal die Seite rum. So, na, hier, so. Na, so sieht es aus. Kassenstand ist 229,10 €. Ja, ist noch nicht so, dass wir sagen können, wir können jetzt anfangen. Aber es ist ein Anfang gemacht. Und da habt ihr hier Diagramme. Gehen wir einfach mal rein. Ne, ich will jetzt nicht ein neues anlegen. Genau, hier. So, habe ich heute gemacht, damit ihr mal seht, wie weit es vorangegangen ist. Ihr habt hier vorne, habt ihr die Einnahmen, also wenn mal so ein Stammtisch ist, habt ihr natürlich hier so einen großen Haken. Hier mal so eine größere Aktion, dass mal Leute gesagt haben, los komm, bringt das Ding voran. Dann haben wir auch mal 20 € eingeworfen. Ihr seht also hier unten, also dieser Bereich ist hier, also wo mal 20 € mal gespendet worden sind. Und wenn also nur wenige, 1 oder 3 €, dann dümpelt das hier unten, dann bewirkt das natürlich, dass die gelbe Linie, das sind die Einnahmen pro Tag, natürlich nicht so sehr steigen. Das seht ihr ja hier. So, und die grüne, das ist im Prinzip das, was jetzt gesammelt ist und was es nur hoch muss. So, und dann müsst ihr sehen, wenn man so ein Radio betreibt, da wollen wir natürlich von Anfang an ordentliche Qualität haben, auch von der Sendetechnik her. Es sollen kein Sperrmüll in das Studio geräumt werden, weil das Geld nicht reicht, sondern da muss schon ein ordentlicher Studiotisch hin und ordentliche Mikrofone, ordentliche, also hier Krawattenmikrofone, die also eine ordentliche Sendequalität produzieren, ordentliches Licht, da kann man also nicht mit Leuchtstoffflammen, wie wir das hier machen, sondern da brauchen wir dann spezielle HQI-Licht, was eine spezielle Farbtemperatur haben muss, damit die Kameras dort eingemessen werden können. Eine MATS, also ein Bildaufzeichnungsgerät im Profibereich. Eine R-Control-Matz, um den Sendeton nach draußen dann ständig mitzuschneiden. Das ist nun mal eine gesetzliche Pflicht. Da gibt es so eine Aufbewahrungszeit, wo die Kassetten archiviert werden müssen. Im Fall irgendwie mal einer einen deutschen Gruß gemacht hat, ne? Ja, da muss das dann dokumentiert werden. Das hoffen wir, dass das nicht vorkommt. Aber wir wollen bei dem Sender die Wahrheit, also die wirkliche Wahrheit bringen. Wenn ein Vortragender sagt, das ist die Wahrheit, so war es wirklich, und er hat die entsprechenden Dokumente mit, darf der bringen. Darf der auf den Sender und darf das so vortragen. Wenn mir jetzt irgendeiner mit Hokus Pokus kommt, dann habe ich so einen Knopf auf dem Tisch, da drücke ich drauf, kommt der Hokus Pokus Alarm, dann sage ich, bringe bitte ordentliche Belege, ordentliche Beweise, dass das, was du hier machst, funktioniert, dann kannst du gerne wiederkommen und wiedersehen. So müssen wir uns also die Qualität der Arbeit sichern. Ja, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt eine freie Energie, und da kommt man ja mit einem Ringmodulator an, der einfach nur Energievernichter ist, dann muss ich sagen, führ's vor, dann schalten wir alle ringsrum alles ab und dann lass das Ding laufen. Ja, ich weiß, dass der Magnetmotor funktioniert. Ja, jetzt habe ich, also gibt es viele Videos, wo man das machen kann. Ist eine tolle Geschichte, aber es ist einfach nur die unterschiedliche, ja, Erdanziehungskraft, die ausgenutzt wird. Und aus der unterschiedlichen Höhe der Erdanziehungskraft kann man nun mal keine sehr hohe Energie gewinnen. Und dann hängt es natürlich davon ab, von den nichtlinearen Kennlinienabstand von Magneten und so weiter. Ne? Die Theorie will ich jetzt nicht erklären. Es funktioniert, aber sobald man dann wirklich Energie entnehmen will, funktioniert es nicht. Momentan haben bei der Kernfusion die Chinesen die Nase vorne. Sie haben wohl einen Generator, der wohl um die 100 Sekunden stabil lief. Also nicht Millisekunden, sondern Sekunden. Also es ist ja schon eine ordentliche Sache. Und wenn das Ding dann mal ein paar Tage durchläuft, ohne dass er ausgeht, dann wird das langsam interessant. Ja? Aber das wird wohl erst passieren, wenn sie die kritische Grenze von 100 Millionen Kelvin gebändigt haben. Es gibt auch Versuche mit kalter Fusion, die also mit einer, ja, Ladungsausgleich funktioniert. Soll auch ganz gut funktionieren. Müssen wir alles sehen. Momentan wird ja jede neue Energieform, die also irgendeiner erfindet, blockiert, damit eben alle abhängig sind von diesen klassischen
Energieformen, Gas und Kohle und Sprit und Diesel und so weiter. Ja, das ist also nicht von ungefähr. Ich denke mal, dass man den Energieverbrauch deutlich senken könnte. So, haben wir noch was? Ja, wollte mich noch bedanken. Es haben einige Leute uns was zugeschickt. Zum Beispiel hier mal diese drei Zahnbürsten halte ich einfach mal rein. Hier, grün, rot und weiß, Himalaya-Zahncreme von Hurtig. Hat jemand uns geschickt als Anschauungsmaterial. Soll es einfach nur mal zeigen. Mache ich auch gerne. Auch Sanisal-Salz hier hat jemand geschickt, der also die Firma weitergeführt hat. Sanisal ist von vielen noch ein Begriff aus DDR-Zeiten, wo noch keine Rieselhilfe drin ist. Ja, nicht weiß, was Rieselhilfe ist. Also Rieselhilfe ist Blutlaugensalz, ein eigentliches Gift, also man das Salz reinrührt, damit es richtig rieselt. Weil man den Kunde ja nicht zumuten kann, dass er sich eine Salzmühle holt, wo er eben das grobkörnige Salz mit der Salzmühle halt mal klein macht. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und früher hat man die Körner, die Kristalle des Salzes auch in einer gewissen Größe, sodass man dort keine Rieselhilfe gebraucht hat. Aber wenn man natürlich ganz feine Löcher in den Salzstreuer macht, dann verklebt er natürlich. So, und da braucht man dann dieses Gift, Natriumcyanid oder Kaliumcyanid oder was da auch drin ist. Also es ist ganz giftig. Ist zwar nur eine ganz geringe Menge drin, aber dieses Salz sollte man einfach nur ja, zum Aufdauen nehmen, was auch immer, aber auf keinen Fall zum Essen. So, und das ist auch noch was Gesundes hier. Das ist auch keine Rieselhilfe drin. Hier, Sanisal, gibt es auch in der großen Packung. Ich habe das ganze Salz habe ich im veganen Restaurant zur Verfügung gestellt. Die versuchen, Alternativen zur ja, Fleischkost mal auch als Restaurant zu machen und haben also da viele Essenskreationen gemacht und die verwenden eben Salz ohne Rieselhilfe. Und da denke ich mal, ist es besser, weil ich werde es nicht alle kriegen. Ne? Ich werde in meinem Leben nicht so eine Tüte Salz essen. ja, möchte mich aber trotzdem ganz sehr bedanken. Ist eine ganz feine Geschichte. Was haben wir noch? Ja, dann hat uns jemand geschickt, als Füllstoff in den Spachtel. Kann man natürlich gebrauchen, weil wir unser Studio ja jetzt alles ja, abdichten müssen an die Fenster. Da zieht es rein und so weiter. Also da können wir das gebrauchen. Das ist also nicht nur Füllstoff, damit es nicht klappert. Was haben wir noch? Von Herrn Stöhr war das, glaube ich. Stöß? Nee, Stöß. Hier Schokolade. Kriegen morgen die Bauleute, die morgen zum Bauen kommen. Mit ganz lieben Grüßen. Hier auch eine schöne Karte drin. Wunderbar. Werde ich nicht jetzt aufessen. Machen wir dann morgen mit den Bauleuten, die zum Bauen kommen. Schönes Werbegeschenk. Das ist so eine kleine LED-Leuchte hier noch mit dabei gewesen. Ja, eine Karte vom Glücksblume. Irgendwo habe ich auch die Glücksblume dazu. Die liegt irgendwo hier drüben. So sieht das aus. Hier, Glücksionär. Herzlichen Dank. Ja, und dann waren in der Kiste noch sechsmal Taschentücher drin, kann man auch immer gebrauchen. Für die Bauleute werde ich das hier mit her tun. Manchmal muss man sich einfach nur mal, braucht man mal was für Zellstoff oder irgendwas. Ich möchte das alles auch den Leuten zur Verfügung stellen, die mir auch Hilfe geben. Und ich denke mal, das ist ein guter Energieausgleich. So, wir werden jetzt erstmal mit dem Tag 14 erstmal durch. Und ich mache jetzt noch im Anschluss noch ein Video, wo wir uns nochmal explizit mit den Wahlen und mit der Verweserwahl auseinandersetzen. So, aber dazu muss ich erstmal die Kamera wieder nachladen und entsprechend speichern. Ne? Gut. So, ich mache mal kurze Pause. Seht mich dann gleich in einer Viertel bis einer halben Stunde wieder.